wir fahren 4 Tage mit unserem neuen Kastenwagen weg und wollen ein bisschen gucken, ob wir alles richtig geplant haben. Und ihr habt ja bestimmt gesehen, dass wir nicht alleine unterwegs sind, sondern wir sind mit dem lieben Robi und der Tina unterwegs. Und die haben sich über Paul Kemper, jetzt mal unbezahlte Werbung, mal hier so ein Pössl ausgeliehen. Und das war für uns jetzt auch mal sehr interessant, mal in so ein Pössl reinzugucken, mal eben zu vergleichen, wie das so ist, ein fertig ausgebauter. Coffee Time. Wupp, wupp. Einen wunderschönen guten Morgen. Juri hat uns gerade Kaffee gemacht und ich wollte mal kurz so ein bisschen ein Feedback, Gesundheit, zu geben. Wir haben jetzt schon ein paar Nächte hier in dem Auto am Stück geschlafen. Wie das mein Empfinden einfach so ist. Und zwar haben wir bisher, weil es so kalt ist oder so kalt war nachts, immer die Heizung komplett durchlaufen lassen. Und einerseits ist es wahnsinnig trocken, also eventuell aufgrund der Heizung. Wir hatten ja im Caddy, jeder, der uns länger schon folgt, immer Feuchtigkeit, also wirklich immer, immer, immer. Und das hier ist halt ein komplett neues Empfinden jetzt, weil wir eben hier ja quasi gar keine Feuchtigkeit haben, sondern eher eine große Dürre. Und es sind auch, wenn wir abends Waschlappen etc. haben, die feucht sind, sind die halt morgens immer trocken. Also es ist total krass für uns. Auf jeden Fall probierte Juri in der letzten Nacht die Heizung zu probieren. Programmieren. und dann lief sie halt irgendwann heute Nacht an. Und ich dachte halt, irgendein Kampfjet startet unterhalb von mir. Es war halt ein paar Minuten, ja, also so laut war es jetzt nicht, aber wenn du halt mitten in der Natur stehst und es sind keine Geräusche um dich herum und du schläfst und dann wachst du davon aus, ist es halt schon recht heftig, weil wir eben auch da drauf liegen. Das fand ich dementsprechend nicht so angenehm. Wir freuen uns dementsprechend schon sehr auf die richtigen Sommermonate, wenn es richtig warm wird, weil wir dann endlich mal nicht immer die Heizung durchlaufen müssen, lassen müssen. Ansonsten, das Bett ist super bequem. Wir haben uns hier langsam eingegroovt, wo welche Dinge sind. Wir haben schon festgestellt, dass Dinge teilweise suboptimal stehen oder sehr gut stehen. Ich habe gestern Abend ein Gemüsecurry gekocht und dafür verwendet man ja Kokosmilch. Und diese Kokosmilch hatte ich in Dosen gekauft und da ist es ja in der Regel so, dass es immer eine harte Schicht gibt und der flüssige und der flüssige Teil getrennt voneinander sind, außer man erwärmt es. Und wir haben so ein Zwischenfach über dem Durchlauferhitzer, über der Truma-Therme. Und dort standen diese Dosen drauf. Dementsprechend war die Flüssigkeit halt komplett durch. Das war super praktisch. Allerdings haben wir dann eben jetzt auch festgestellt, dass wenn man diese Therme nutzen möchte und die Heizung anhat, da eben keine Lebensmittel, also abgesehen von Konserven, drinne lagern kann, weil die eben verderben aufgrund der Wärme dort. Das ist schon mal ein gutes Learning, weil da haben wir halt in der Planung überhaupt gar nicht dran gedacht, logischerweise. Oder vielleicht auch nicht logischerweise. Genau.
Ich trinke jetzt noch ein bisschen meinen Kaffee und dann kommen wir zu einem wieder ganz neuen und spannenden Teil, den ich ausprobiere. Und zwar haben wir ein großes Waschbecken dafür angeschafft, weil wir ja keine Dusche haben, als Badezimmerersatz auch. Und jetzt ist der Plan, heute das auch mal zu versuchen, so wie wir uns das vorgestellt haben, dass ich mir da drinnen die Haare wasche. Ja, ich bin gespannt, ob das so klappt, wie wir uns das vorstellen, ob das passt. Ich werde euch danach berichten. So, wir sind jetzt hier an der Raststätte und nutzen gleich die Möglichkeit, Juri tankt Ahoi. Mehr oder weniger zielführend mit einer, mit unserer Gießkanne Wasser für unseren Tank auf, weil wir doch wesentlich mehr Wasser als im Caddy verbrauchen, aber ist klar, ne, Haare waschen etc. Das braucht alles. Siehst du, ist doch das, was ich dachte, wo Wasser rauskommt. Kostet das Geld. Neu. Gut. Also die waren so nett und haben uns das jetzt kostenlos gegeben. Ich habe ein kleines Trinkgeld gegeben tatsächlich. Du bist so gut. Alles. Aber top. Von dem, was ich hier gegeben habe? Nein. Das sogar, also auf jeden Fall scheint es hier irgendein Glascontainer. Ja, da hinten. Also Glas, wir werden uns hier einmal mal komplett entmüllen. Wir haben gerade schon das Feste von der Trockentrenntoilette hier auch schnell entsorgt, weil tut halt auch Not, ne? So, nachdem wir jetzt stundenlang, ich weiß nicht, ob es stundenlang war, aber einen Parkplatz gesucht haben, haben wir uns jetzt entschieden. Also Juri macht jetzt einen Wein. Nein, Tee. Ich mache mir jetzt mal einen Tee. Ich brauche Wein. Ich brauche Wein und Juri braucht Tee. Genau, wir haben hier schon eine kleine Auswahl und die Tina richtet uns sogar gerade Kuchen an. Genau, heute in der Konditorei in einen ganz, ganz kleinen Ort gefunden, die wirklich noch was von Handwerk verstehen und mit Sauerteig backen. Also es gibt Butterkuchen. Wie geil klingt das? Und ich glaube, da drüben sehe ich Strauße. Also, das sieht so aus. Abgefahren also. Wie gesagt, wir stehen jetzt hier auf einem übelräutigen Parkplatz. So hier sieht der aus. Aber ist uns gerade egal, weil wir haben keinen Bock mehr. Und überall. Genau, hier kann uns keiner was. Überall, wo wir lang waren, war Naturschutzgebiet und Parken verboten, Camping verboten. Und jetzt bleiben wir einfach gerade hier. Wir sind jetzt wieder von unserem Kurztrip zurück und werden mal ein bisschen euch erzählen, was wir vielleicht hätten besser planen können. Der Kaffee ist im Übrigen sehr lecker. Hervorragend. Uli, was hat dir denn am besten gefallen und was hat dir vielleicht nicht so gut gefallen? Und ganz wichtig und auch für die Jungs eine kritische Frage: Haben wir alles richtig geplant bzw. wurde auch alles richtig gebaut? Das sind viele Fragen. Fangen wir mal mit den Dingen an, die mir gefallen und nicht gefallen haben, und dann zum letzten Punkt, weil das ist sehr komplex. Also, mir hat sehr gut gefallen, dass wir wetterunabhängig sind, dass wir ein wahnsinnig bequemes Bett haben. Mhm. I love it so much. Fast bequemer als zu Hause. Es ist noch ein bisschen hart, die Matratze, naja, aber die legt sich noch ein. Das ist schon ziemlich gut. Mir hat wahnsinnig gut gefallen, dass wir fließendes warmes Wasser mit haben. Oh yeah. Damit konnte ich mir eben auch die Haare waschen. Man kann sich regelmäßig die Hände waschen und auch so natürlich die Körperhygiene betreiben. Mir hat sehr gut gefallen, dass man nicht mehr ganz so viel umräumen und wühlen muss. Also vorher haben wir ja, ne? Also unser Leben hat ja aus Umräumen und Wühlen und halt mal dort und halt mal da und bestanden. Das ist hat sich sehr minimiert, das hat mir sehr gut gefallen. Ja. Und natürlich eine Toilette mit dabei zu haben, ist sehr schön. Und was mir nicht so gut gefallen hat, ist, dass man die Toilette recht schwierig aus dem Fach bekommt oder aus dem, ja, aus der Staubox, aus der Sitzbox, worin sie drin ist. Das liegt aber auch ein Stück weit an mir. Weil ich habe unten an die Trenntoilette solche Anti-Rutsch-Matten geklebt.
Ich finde es nach wie vor auch eine gute Idee, weil es dann eben in der Kiste und in der Kurve nicht hin und her rutscht. Kann man die nicht so leicht rausziehen. Genau, aber da kommt noch ein Griff dran. Ich werde da noch nachbessern. Und was hat mir noch nicht so gut gefallen? Ich glaube, das war's erstmal. Vielleicht bin ich ja ein bisschen kritischer. Also, was mir sehr gut gefallen hat, ist, dass wir jetzt durch dieses Fahrzeug viel stellplatzunabhängiger sind, als ich tatsächlich dachte. Also das Problem mit der Größe oder so oder der Höhe hat sich für uns, es war jetzt auch der erste Ausflug, noch nicht ergeben, weil wir hatten jetzt keine Höhenbeschränkungen oder so. Und so lang ist der Flash ja auch gar nicht. Der ist ja nur 5,40 Meter lang. Also zum Vergleich, der Caddy ist 4,40 Meter. Der passt eigentlich noch auf jeden normalen Parkplatz drauf und ist nur unwesentlich länger als so manche Limousine. Also von daher alles cool. Was mir sehr gut gefallen hat, ist, dass man eben, ja, eigentlich, wenn man es nicht muss, diese rollende Wohnung hier nicht verlassen muss. Also wenn jetzt schlechtes Wetter ist, dann kannst du einfach hier drin bleiben. Einer bleibt liegen, der andere macht schon Kaffee. Wenn einer mal auf Toilette muss, dann hängen wir das hier ab, wenn man will, und hat noch ein bisschen Privatsphäre. Das oder geht man also, geht halt einfach raus. Genau, oder der andere geht einfach raus, wenn es sich gerade aus Kübeln gießt. Das funktioniert alles hervorragend. Eine Sache ist mir aufgefallen. Wir haben ja hier diesen wunderschönen Wasserhahn, der wirklich stylisch ist und auch cool mit diesem Rausziehen und so. Aber, das konnte wirklich keiner ahnen im Vorfeld, der ist fast ein bisschen zu hoch. Also man kann sich wunderbar die Haare drunter waschen. Aber wenn man sich die Hände wäscht, dann ist der Weg nach unten einfach so weit, dass es doch relativ viel spritzt. Kann man relativ gut abstellen. Man stellt den Wasserhahn um, der kann ja so einen Brausebetrieb oder einen Strahl machen. Beim Strahl spritzt es nicht so, dann verbrauchst du halt mehr Wasser. Und man muss ihn ja auch nicht immer ganz aufmachen. Aber das ist was, wo ich so dachte, schade, aber das, wie willst du das im Vorfeld wissen? So. Und wir wollten halt unbedingt dieses Waschbecken und so eine Armatur haben. Das andere ist, dass ich es mir wünschen würde, dass die Schranktüren hier und hier andersrum gehen. Also beim Küchenteil ist ja der Beschlag links und bei der Kiltwick, bei dem Fach, wo die Trockentenntoilette drin ist, ist er rechts. Das hätte ich gern eigentlich mal getauscht. Das geht aber nicht. Wegen dem Abstand hier zwischen würden die dann nicht ganz öffnen. Aber es ist halt unpraktisch, wenn du die Tür so aufmachst und dann da an dein Geschirr ran musst. Ist wie es ist. Ja, willst du noch was sagen? Sonst fällt mir noch was ein. Wenn wir gerade beim Thema Wasser sind, das ist sehr, sehr toll mit Frischwasser. 75 Liter Frischwassertank haben wir an Bord. 20 Liter Abwasser unter dem Wasserhahn in einem Kanister. Wir haben hier aus Kostengründen auf einen Abwassertank im Außenbereich verzichtet. Das wird relativ teuer mit den ganzen Halterungen, die da notwendig sind und so weiter. Und ich finde es eigentlich nicht schlecht. Hier kannst du immer mal kurz gucken, wie voll ist der und hast es auch besser im Blick, ob irgendwas gammelt oder so, und kannst es auch besser reinigen als ein Unterflurtank, finde ich. Mhm. So, wir haben tatsächlich viel mehr Wasser verbraucht, als ich dachte. Also im Caddy hatten wir ja 15 Liter, das hat für uns locker mal 3-4 Tage gereicht, kann man sich kaum vorstellen. Eher drei. Hier haben die 75 Liter für 4 Tage gereicht und dann waren die auch weg. Also wir haben auch nochmal zwischengetankt, das sieht man ja im Video da an dem Rastplatz in Berlin. Und naja, aber es ist halt so, ne? Du wäschst dir öfter mal die Hände, du wäschst dir die Haare, das haben wir vorher nicht gemacht. Also nicht so. Wir haben ja vorher viel diese Feuchttücher benutzt und ist aber alles auch wieder Müll und auch eigentlich nicht gut für die Umwelt. So, und jetzt haben wir halt hier mehr mit dem Waschlappen gewaschen und ich weiß gar nicht, ich glaube, wir haben uns auch mal die Füße oder so gewaschen. Ist egal, auf jeden Fall haben wir einfach mehr Wasser verbraucht. So, und das ist so. Da kann man aber sicherlich noch ein bisschen optimieren. Man könnte ja das dreckige Geschirr auch erst mit so einer Blumenspritze ein bisschen einfeuchten lassen und so. Das muss ja nicht immer aus dem Tank hier literweise drüber laufen. Noch kurz zur Toilette, da möchte ich wirklich nochmal den Unterschied klar machen zwischen einem fertig gekauften Wohnmobil und sowas selbstgebautem wie hier. Wir haben ja in dem letzten Video, was sehr, sehr gut angekommen ist, und vielen, vielen Dank dafür, für die vielen Aufrufe, nochmal so ein bisschen aufgeführt, für wen ist eigentlich welches Mobil geeignet. Und unsere Freunde hatten ja ein geliehenes Wohnmobil und da war ja logischerweise eine Chemietoilette drin. Und da kann die Uli jetzt mal die
möchte was sagen. Ich will nur sagen, das letzte Video ist für die Zuschauer ein Video von mehreren Monaten zuvor. Das stimmt. Ja, für nur uns ist so das immer ein bisschen schwierig, in die Zukunft zu denken. Wir produzieren ja auch vor und so weiter. Aber ihr wisst, was ich meine. Das Video, wo wir Camper miteinander vergleichen, könnt ihr auch noch angucken. So. Unterschied zwischen einer Chemietoilette bzw. fertig gekauften Camper und unserer Trockentrenntoilette. Unsere Freunde hatten ja diesen gemieteten Camper, das war an sich auch super, bis auf das Dekor, aber das ist ja eine optische Sache. Aber die Vierersitzgruppe war natürlich cool für uns. Mega, also wirklich feierst total hart. Ich sag ja nur optisch eine Geschmackssache, sonst wirklich toll. Und bei der Chemietoilette war es aber so, dadurch, dass wir ja weggefahren sind in Zeiten, wo noch ein kompletter Lockdown war, hatten alle Campingplätze geschlossen, außer für Dauercamper. Und ganz viele Wohnmobilstellplätze hatten auch zu, beziehungsweise die, die in der Umgebung waren. Dort, wo wir waren, gab es nur ganz, ganz wenige Wohnmobilstellplätze. Die hatten keine Entsorgung. Und dann standen die halt nach 2,5 Tagen da mit dieser vollen Toilette. Die haben es natürlich auch nur geliehen, das heißt, die wissen auch nicht, wie leer die Toilette war, als es die sie erhalten haben. Weil ich hätte gedacht, um ehrlich zu sein, dass, also die haben ja auch nicht jedes Geschäft da drauf gemacht, und ich hätte gedacht, dass so eine Chemietoilette länger als 2,5 Tage hält. Aber keine Ahnung, ich weiß auch nicht, wie viele Liter dort reinpassen. Und nach 2,5 Tagen waren die voll, und dann hatten die zwei eben ein Problem. Und dann mussten wir auch mal zwischendurch an die Raststätte fahren, wo wir sowieso den Standort gewechselt haben, damit einer von denen dann auf Toilette gehen konnte. Ja, also Robbys Laune war dann die letzten 1,5 Tage deutlich schlechter, weil er halt nicht mehr aufs Klo konnte. Vielleicht hat er sich was verkneifen müssen. Ja, aber das ist ja auch verständlich. Ja. Denn jeder, der schon mal wirklich auf Toilette musste oder wie auch immer sowas unterdrücken muss, das ist ja so wie hungrig sein. Also es ist halt umgekehrtes hungrig sein. Und das ist halt doof. Und da haben wir wirklich wahnsinnig Glück, denn Mülleimer, also so schwarze Mülleimer, Restmülleimer gibt es ja viele. Und dementsprechend konnten wir halt unsere Toilette häufig, also den festen Bestandteil, ohne Probleme einfach entleeren. Und eben zum Beispiel auf einer Raststelle dann den Urintank entleeren, und damit war das für uns alles wahnsinnig unkompliziert. Ja. Wir sind sehr zufrieden. So, noch ganz kurz, ich versuche mich wirklich kurz zu fassen, zum Fahrzeug allgemein. Der Movano-Renault Master, den wir hier haben, L2H2, also 5,40 Meter lang, keine Ahnung wie hoch, aber ich kann aufrecht drin stehen. Ja, irgendwie um die 2 Meter hoch wird er sein. Nee, weil ich weiß es genau. Nee, er ist also ja höher. Ohne die Dachluken sind wir bei einer Höhe von 2,60 Meter, glaube ich. Und dann muss man vielleicht nochmal 20 cm sicherheitshalber draufrechnen. Sagen wir mal erst 2,80 hoch. Also nach Adam Riese, wenn Juri gerade so drin stehen kann, ist Juri dann 2,60 Meter groß. Wir reden ja nicht von der Stehhöhe, wir reden ja von der Fahrzeughöhe. Da unten ist ja auch noch Platz. Also sagen wir mal 2,80 Meter hoch. Darum geht es aber gerade gar nicht, sondern es geht ja um das Fahrgefühl. Also das ist ja noch ein relativ unbekanntes Fahrzeug in dieser Vanlife-Szene. Also es gibt 2, 3 YouTuber, die den auch haben. Also jetzt nochmal kurz zum Fahrzeug an sich. Man weiß ja nicht so viel über den Opel Movano, weil der jetzt nicht irgendwie das klassische Ausbauauto ist. Ja, also es gibt super viele Videos über Crafter, Sprinter, Ducatos, Boxer und so weiter. Aber einfach damit, falls euch das interessiert, ihr so ein paar technische Daten noch habt. Wir verbrauchen mit dem 170 PS Motor, das ist also der größte Motor, den es gibt, in der Baureihe, mit einem 2,3 Liter Turbodieselmotor im Schnitt so 9 Liter. Also in der Stadt, hier ist natürlich auch viel Gewicht drin, kratzen wir auch immer mal so an den Zehen rum. Und wenn wir Autobahn fahren, wir fahren meistens nur so 100, 120 maximal, eher so 115, 110 gemütlich, rechte Spur, dann schafft man es, den wirklich so für 8,8 Liter zu fahren. Also im Schnitt 9 Liter Verbrauch, finde ich persönlich, dafür, dass wir 2,8 Tonnen hier durch die Gegend fahren, und wahrscheinlich sind es dann schon 3 Tonnen, wenn hier auch Wasser drin ist und der Tank voll und unser Kram noch drin, dann muss ich sagen, finde ich das wirklich sehr, sehr passabel. Also Kumpel von uns fährt einen Mercedes Vito, hat den als Camper umgebaut, und der verbraucht auch seine 8 Liter. Und wenn man jetzt mal die zwei Fahrzeuge nebeneinander stellt,
dann muss ich sagen, ist es schon eine echt ordentliche Motorleistung. Und der Motor fährt sich super. Also ich habe ja noch nie vorher einen Renault-Motor gefahren. Und der ist jetzt hier nun mal drin. Und ich muss sagen, der ist wirklich schön. Die Reifen, die wir drauf haben, die sind ein bisschen laut. Das sind jetzt halt noch die Winterreifen. Die werden wir runterfahren. Und dann kommen da irgendwann dann mal wieder Alljahresreifen drauf. Aber so das Motorgeräusch, man kann sich normal unterhalten. Man kann normal Radio hören. Und was manchmal ein bisschen stört, ist von diesen Hekis, die haben ja so eine Zwangsentlüftung, was cool ist, weil bei uns tatsächlich gar keine Scheiben anlaufen, also auch wenn es regnet oder so. Aber da zieht es natürlich ein bisschen durch und wir ziehen dann einfach immer die Sonnenblende zu und dann ist das Thema aber eigentlich auch, hat sich erledigt. Ne? Ja. Trotzdem ungewohnt. So zu fahren mit so einem Geräusch. Genau. Und immer so, manchmal auch auf der Autobahn, so eine Art leichter Windzug, obwohl alles zu ist. Ja. Aber das sind wir halt nicht gewohnt, ne? Von einem komplett normalen PKW, da hat man halt so etwas nicht. Ja, also ist spannend. Ich bin mir sicher, wenn jetzt jemand hier reinsitzt, der gewohnt ist, mit einem Sprinter zu fahren, der wird mit Sicherheit noch ein bisschen besser gedämmt sein, der wird ein bisschen leiser sein vielleicht, keine Ahnung. Aber ich muss sagen, was wir hier durch die Gegend fahren mit dieser Schrankwand, die man da bewegt, bin ich bisher ziemlich zufrieden. Also die Sitze sind sehr, sehr gut, das finde ich wichtig. Du kannst da wirklich 6-7 Stunden drauf hocken, hast keine Rückenschmerzen. Und auch die Position, Lenkrad, Sitz, dadurch, dass wir auch die Trennwand, die Originaltrennwand rausgenommen haben und diese Wände, die wir drin haben, extra ein bisschen nach hinten versetzt haben, kann ich also auch den Sitz weiter zurückstellen, als es mit einer normalen Trennwand üblich wäre und finde wirklich eine gute Sitzposition. Klar, es wäre schön, wenn man das Lenkrad noch an sich ranziehen könnte. Das kann man hier halt nicht. Und auch die Höhenverstellung ist eigentlich, naja, mehr fürs, gute Gewissen. Fürs Datenblatt. Ja. Aber das passt. Und das Sechsganggetriebe ist auch wunderbar. Eigentlich Autobahn, wenn man nicht dauernd ausgebremst wird, sechster Gang rein, Tempomat und das Ding zieht auch die Berge hoch. Also das ist wirklich cool. So viel zum Auto. Da haben wir also uns richtig entschieden und mein Riecher bei diesem Modell war anscheinend gut, weil jetzt sieht man doch den ein oder anderen, der auch dieses Fahrzeug oder ein ähnliches baugleiches Fahrzeug von Renault als Camper umbaut. Ja, das soll es für heute erstmal gewesen sein, oder? Ja. Danke fürs Zusehen. Wir hoffen, dass ihr das ein oder andere mitnehmen konntet für euch. Und vielleicht schreibt ihr in die Kommentare, was bei eurem Ausbau eventuell nicht ganz 100% ist, so wie ihr euch das vorgestellt habt. Weil es zum Beispiel so wie bei uns einfach nicht anders ging oder ihr keine Ahnung habt, weil ihr erst die zweite Armatur eures Lebens gekauft habt. Genau. Und wir freuen uns über ein Abo. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschö. Ciao. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst gern eine Bewertung da, abonniert den Kanal und wie ihr den Blog unterstützen könnt, lest ihr auf www.travelcaddy.de.